Mein Name ist Marc Zillmann, ich bin der Betriebsleiter vom Sikipark. Wir treten die Reise an nach Slowenien. Heute Abend fahren wir los, wir haben 10 Stunden Fahrt vor uns. Wir haben vor mehreren Monaten einen Tiger aus Deutschland übernommen, Rani, aus dem Zirkus Probst. Da sind aber noch 3 andere Tiger, die sind nach Slowenien gekommen. Wir haben Kontakt mit Slowenien und haben mitbekommen, dass sie so ein bisschen Probleme haben und die Haltung nicht optimal und sie möchten unser Know-how gerne haben und Tipps im Umgang und der Haltung der Tiere. Und jetzt gehen wir vor Ort schauen, was wir machen können. Wir leiten auch Sofortmaßnahmen einleiten, um die Haltung zu optimieren und den Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen. Und ja, wir legen los. Es ist morgen um 4:30 Uhr. Wir haben noch 1,5 Stunden vor uns und nachher sind wir im Park. Alle sind okay? Wir versuchen jetzt Kotproben zu nehmen von den Tigern, um zu sehen, ob sie Würmer, Parasiten im Kot haben. Gute Bube, ein kleines Stückchen. Ja, das wird super. Motan. So, wir sammeln Röhrchen, wo wir den Kot reintun und werden dann über das Flotationsprinzip, das heißt dann die Wurmeier gehen nach oben, den Kot mikroskopisch untersuchen. Die Anlage war wenig strukturiert, es waren vor allem viele Dachziegel verbaut in großen Mengen, wo die Tiger einfach kaum drauf laufen konnten. Und durch verschiedene Bodensubstrate wie Kiesel und Hackschnitzel versuchen wir jetzt die Anlage besser zu konzipieren, dass ein Großteil von den Tieren genutzt werden kann. Dank durch unsere Terrassierung haben wir es angebracht, um ganz viel Fläche zu gewinnen. Wie man hier sieht, geht es jetzt in die Etappen runter, dass die Tiere mehr Fläche haben. Nicht nur die Schräge, sondern wirklich Flächen, wo sie sich aufenthalten können. Ganz wichtig, wir haben ganz viele Dachziegel vorgefunden, das haben wir können entfernen. Wir haben es mit verschiedenen Substraten können schaffen. Wir haben das Plateau hier hinten oben, wo die Tiere oben über den ganzen Park hineinschauen und die Aussicht geniessen. Ich habe ja mein Leben lang im Ausland und in Übersee gearbeitet und andere Länder haben halt andere Möglichkeiten und es war ja sehr interessant zu sehen, wie wir hier mit wenig Input ganz viel erreichen konnten. Ich bin sehr zufrieden, was wir in 2 Tagen bauen können. Wie hast du gesagt, die Anlage ist nicht so groß, aber wir können etwas bringen in die Tiere sowieso. Und ich finde, dass alle Leute haben mega gut mitgemacht haben. Weil 2 Tage alles das geschafft hat, das ist eine hohe Arbeit. Und ja, ich bin stolz auf das. Und jetzt freust du dich, wenn die Tiere raus dürfen? Oh ja, ich freue mich total. Es ist etwas ganz Neues für sie und eine hohe Beschäftigung auch für die Tiere. Neue Regierungen und sie kommen raus. Und ich denke, die Tiere freuen sich auch, rauszukommen. Also ich finde, wir haben wirklich das Maximum rausgeholt aus der Anlage, was wir konnten. Die Anlage ist größer, definitiv. Wir haben die Lawinenschutzbauweise von der Schweiz angewandt, also Schweizer Technik in Slowenien. Und ich denke mal, wir können zufrieden sein, oder? Ja, ja, ich würde auch weinen. Also, uns tun Knochen weh, wir haben unsere Blessüre und sind nudelfertig, sind auch froh, wenn wir wieder heim können fahren. Es ist wieder 8 bis 10 Stunden Heimfahrt. Jawohl. Aber zuerst gehen wir natürlich da mit unseren Arbeitern und helfen da mit den Slowenen noch etwas trinken, noch etwas essen und dann ist die Heimfahrt angesagt. Aber wir gehen mit einem Lächeln heim, wir wissen, wir haben das Optimum rausgeholt und sind gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Wir werden natürlich immer wieder hineinschauen, nachfragen, ob sie unsere Optimierungssachen auch umgesetzt haben, auch Enrichment, unsere Enrichment-Sachen. Verhaltensanreicherung. Verhaltensanreicherung, dass sie das weiter betreiben. Und ja, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Danke vielmals für die Unterstützung an Sicky Friends, für die Spende, dass wir die Materialien da hier kaufen konnten. Und wir danken dem Sicky Park auch, dass sie uns die Reise ermöglicht haben und uns unterstützen. Wir danken natürlich auch den Leuten, die hier vor Ort waren. Das ist die Chef-Tierpflegerin vom Sicky Park, die ihre Freizeit hergibt, um hier mitzuwirken. Wir danken vor allem am Biopark in Genf, Tobias und Ute. Die ist schon wieder am Arbeiten. Und für ihren Einsatz. Und auch sie geben ihre Freitage an, um hier zu helfen. Und sie mussten ordentlich arbeiten. Danke vielmals.